Was ist der an? Kannst du sie sehen? Oh ja! Was ist das? Es ist ein Wesen. Ah, ein Wesen. Was ist ein Wesen? Finden wir es heraus. Hallo, Wesen. Wer bist du? Entschuldige, aber wie sollen wir dich anreden? Ja, und mit diesem etwas anderen Intro sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tearaway Unfolded. Und wir stehen jetzt vor der wichtigen Entscheidung, ob wir als Mann oder als Frau angeredet werden wollen. Und ja, da ich da schon ein bisschen männlich bin, würde ich sagen, wir nehmen mal das Männchen. Der ist aber nett. Gut, jetzt wo alle da sind, ist Zeit für Geschichten. Yay, Geschichten. Wie fangen wir an? Mal sehen, was in dieser Kiste ist. Ah, toll, wir gucken TV. Interessante Neuigkeiten, The News. Oh, das ist aber auch geil. Das will ich haben. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich will es haben. Ah, das sieht interessanter aus. Naja. Mist. Oh, Face Breeze Bro. Nein. Geil. Oh, soll das etwa ein Witz sein? Für uns ist nichts dabei. Was? In dieser Geschichtenkiste gibt es für niemanden was. Das stimmt. Wo ist der Ausschalter? Hey, nicht ausmachen. Du! Ja, du! Du musst uns helfen. Zeig uns den Weg. Leuchte dein Licht in unsere Welt. Okay. Halte R2 oder L2 gedrückt, um mit deinem Leitlicht zu leuchten. Folge den Anweisungen unten auf deiner Geschichtenkiste. Ja, sowas nennt sich Monitor und nicht Geschichtenkiste. Aber egal, wir drücken mal. Aha! Genau so. Jetzt wird es Zeit, unsere Welt zu vereinen. Okay, ich kontrolliere das Licht mit dem Six-Axis-Controller. Eine Einladung aus unserer Welt an deine. Oh, also sind wir jetzt in eurer Welt? Und vorher waren wir bei mir? Die Geschichte beginnt. Was? Okay, aber so startet immerhin Tearaway Unfolded. Wie ich schon gesagt habe. Ja, das Ganze ein Spiel von Media Molecule. Oder einen Helden. Vorher würde ich aber gerne zu Ende sagen, was ich gerade sagen wollte. Ein Spiel von Media Molecule, die unter anderem auch schon die Little Big Planet Reihe gemacht haben. Also die haben ein bisschen Erfahrung, was Jump'n'Runs angeht. Und ja, das Ganze ist ein PlayStation 4 Exklusivtitel. So, jetzt wählen wir aber mal Männchen oder Weibchen als unsere Figur. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen das Männchen. Ich schätze mal, du musst hier hin. Das ist richtig. Bist du sicher? Ja, doch. Zu 75%. Die Nachricht muss jetzt ein Kurier werden. Unserem Kurier fehlt ein Auge. Er hat eine Nachricht nur für dich. Leuchte ihn mit dem Licht an. Zeig ihm, dass du da bist. Okay, ich leuchte dir mal mit meiner Taschenlampe voll in die Fresse. Versuch das besser mal woanders. Jetzt versteckt er sich. Na dann auf die Pflanze. Oh, sieh dir das an. Ich glaube, das gefällt ihm auch. Noch mehr Pflanzen. Oh, dann lassen wir die auch noch wachsen. Oh, ja. Ich und mein grüner Daumen. Wirklich mit Leben. Okay, jetzt folgt er meinem Licht, alles klar. Leite ihn mit deinem Licht. Ah, mit linken Stick kontrollieren geht noch nicht. Nee, okay. Ich hoffe nur, das bleibt nicht so, denn die ganze Zeit eine der Schultertasten gedrückt zu halten, wäre nicht so geil. So viel dazu. Mal sehen, wo er hin will. Hm.
Oh, das ist jetzt sehr wichtig. Achte auf die Eichhörnchen. Ihre Zungen sprechen die Wahrheit. Aha. Hallo Wiesen, ich bin ein Anleitungseichhörnchen und hier, um dir zu helfen. Wenn ich etwas Neues erklären muss, tauche ich auf und rede mit dir. Wenn du feststeckst, erscheine ich im unteren rechten Bildschirm. Drücke die unten Taste, wenn du mich siehst, dann öffne ich den Eichhörnchenführer auf der richtigen Seite. Jetzt sollten wir erst einen Freund unter Kontrolle bringen. Ja, das ist ein guter Plan. Versuche jetzt, dein Leitlicht direkt auf das Gesicht des Kuriers zu leuchten. Okay. Na dann, mal voll in die Fresse. Oh, ich hypnotisiere ihn. Oh, du kannst meinen Blicken nicht widerstehen. Und jetzt bist du vollkommen unter meiner Kontrolle. Jetzt umarme mich. Ja, nicht ganz. Und schau, da oben. Da entsteht ein Weg rüber in die Welt des Wesens. Iota, da musst du deine Nachricht hinbringen. Ah. Lass dich vom Wesen leiten. Das ist eigentlich ganz interessant, das habe ich schon mal in einem Video gesehen. Wenn ich jetzt eine Kamera für die PlayStation 4 hätte, was ich aber nicht habe, dann würde da oben im Mond jetzt quasi mein Gesicht sein. Also zumindest das, was dann die Kamera sieht. Wenn ich die jetzt natürlich auf meinen Arsch richte, dann wäre da oben mein Arsch. Was auch passen würde, aber egal. Jetzt, da du eine Verbindung mit deinem Kurier hast, wird er auch deine Befehle hören. Bewege ihn mit dem linken Stick, probiere es aus. Irgendwie klar. Also dann, los geht's. Juhu, wir haben endlich mal direkte Kontrolle. Oh, und sogar die Pilze bewegen sich mit. Links, rechts, links. Nice. Okay, nur wo muss ich hin? Wo geht's lang? Ach, anscheinend da entlang. Nice, oh, schön. Ich muss jetzt schon sagen, ich finde den Grafikstil richtig, richtig schnieke, ey. Da gibt's ja mal echt gar nichts zu meckern. Oder verstecken sich ein paar vor mir? Was ist denn los mit euch, Leute? Leute, kann ich mit euch nicht reden? Nee, ihr mögt mich nicht, hä? Zumindest noch nicht, aber ich weiß, wir werden noch beste Freunde werden. Ja, interessant an dem Spiel ist eigentlich auch noch, vielleicht mag es ja der ein oder andere schon kennen von der PlayStation Vita. Da gab es das nämlich auch schon. Ey, what? Was ist mit dir? Bäumchen? Bäumchen? Bäumchen will nicht mit mir zu tun haben. Okay. Was ich sagen wollte, ja, auf der PlayStation Vita gab es das auch schon. Da sich die Vita aber ja, wie wir alle wissen, so wunderprächtig verkauft hat, dachte man sich jetzt wohl bei Media Molecule und Sony, setzen wir das doch einfach mal für die PlayStation 4 um. Und das Interessante daran ist, das ist jetzt nicht einfach eine normale Portierung, wo sie einfach ja die Auflösung ein bisschen nach oben geschraubt haben. Nee, die sind wirklich hergegangen und haben jeden Level nochmal neu gebaut, damit auch die Funktionen des PlayStation 4 Controllers richtig ausgenutzt werden. Das finde ich doch mal ein Aufwand. Ja, ich hoffe mal, der hat sich auch ausgezahlt, aber das werden wir jetzt sehen, wenn wir mit dem Spiel durch sind. Aber gut, was geht denn hier am Lagerfeuer ab? Was sagst du? Ich habe es gesehen, der Himmel ist aufgerissen. Ganz so, als ob er seinen Mund aufgemacht hätte, um uns zu verschlingen. Oh mein Gott. Giraffe hat nichts zu sagen. Hm, anscheinend nicht. Mit euch? Es ist eindeutig ein Omen des Bösen. Dieses Loch muss wieder zusammengeklebt werden. Aha, oh, da kommt noch mehr. Keine Leiter kann so hoch reichen. Wer könnte ein solches Loch nur schließen? Ich weiß es nicht. Von euch noch irgendwas Interessantes? Nee, anscheinend nicht. Okay. Da ist ein Brunnen. Kann ich eigentlich springen? Nee, irgendwie nicht. Okay. Das wird meine kleine Figur wohl, schätze ich mal, alles nach und nach jetzt lernen. Oh, da ist wieder ein Eichhörnchen. Hallo, Eichhörnchen. Oh, oh je. Ja, das war doch nicht schlimm. Aber die Geschichte braucht ein paar Schurken. Wie wär's mit Krähen? Krähen sind furchterregend. Weichling, nein. Wir brauchen etwas Neues.
Etwas Böses aus der Welt des Wesens. Etwas die da. Und wer sind die da? Sieh nur, wie sie hereinströmen. Das gibt der Geschichte eine fiese Wendung. Und wie genau nennt man die Dinge? Schnipsel. Furchtbare kleine Dinge. Oh mein Gott, die bösen Schnipsel. Die anscheinend alles in böse Zeitungsartikel verwandeln. Oh, eigentlich ist das ein ziemliches Chaos. Die Leute scheinen eure Hilfe zu brauchen. Okili dokili, dann helfen wir doch mal. Das ist das Ende der Welt. Es fällt eine Plage vom Himmel, um uns zu vernichten. Bist du einer von denen? Ein Geist der Dunkelheit? Oder ein Bringer des Lichts, der uns rettet? Tu, was nötig ist. Ich kann gar nicht hinsehen. Okay, dann vertreiben wir mal die Schnipsel. Dein Leichtlicht wird die Schnipsel hypnotisieren. Sie werden ihnen überall hin folgen. Aha. Probier es mal an den Schnipseln aus. Also gut. Oh mein Gott, die verfolgen meine Figur. Nicht meinen Kurier. Verfolgen, was soll denn das? Hey, hier da unten, komm da raus. So, ich schätze mal einfach hier ins rote Loch. Das sollte doch funktionieren, oder? Ja, funktioniert grandios. Und ich habe auch 18 Stück von irgendwas bekommen. Aber kann ich das Papier hier jetzt auch verschwinden lassen? Ja, das geht, sehr schön. Das hier auch? Hm, das hier leider nicht ganz. Oh, das wächst wieder nach, oder was? Tatsache. Was geht denn hier ab? Okay, mal wieder draufleuchten. Wow. Wow. Okay. Das Sonnenlicht gehorcht dir. Gehorcht dir. Du hast uns gerettet. Wir sind dir zutiefst im Dank verpflichtet. Das hätte ich jetzt lieber gehört als nur ein einfaches Danke. Ich bin schließlich Gott. Und ich bin ein rachsüchtiger Gott. Kann ich das hier auch? Das kann ich alles verschwinden lassen. Das finde ich schön. Oh, hier auch noch. Ich habe keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt, wenn ich das alles wieder zurückwandle. Aber wir machen einfach mal. Oh, das kann ich auch anleuchten. Bringt mir aber nichts. Okay. Wir sind noch immer mit der Schnipselvertreibung beschäftigt. Das sollten wir vielleicht auch mal erledigen. Okay. Kann ich jetzt... Okay, ganz easy. Einfach mal einen Stein drauf werfen. Funktioniert immer. Du hast diese Steine zum Fallen gebracht. Die Geister unserer Vorfahren müssen dich geschickt haben. Weiß ich nicht, die kenne ich nicht. Okay, aber da sind noch mehr Schnipsel. Und ich glaube, ich weiß schon, was hier zu tun ist. Ihr beide kommt mal her und wandert hier jetzt mal schön in den Brunnen. Genau dahin, wo ihr hingehört. Was ist denn das für eine Sprache? Das Licht hat ihnen gesagt, dass sie in den Brunnen springen sollen. Tja, und das Licht war ich. Ich meine, ich glaube ehrlich gesagt, das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich hier alles umwandle. Aber ich will es einfach trotzdem machen, damit alles wieder schön ist. Das Licht hat die monströsen Tentakeln verscheucht. Schon wieder Tentakel? Irgendwie gibt es in ganz schön vielen Spielen Tentakel. Ihr habt die fiesen Augenkisten vertrieben. Die haben noch mehr Tricks auf Lager. Okay, das ist meine Geschichte. Gut. Die Bühne ist bereit. Die Darsteller ausgewählt. Deine Rolle ist es, Jota zu leiten und so die Nachricht zu überbringen. Auf zu dem Loch im Himmel. Viel Glück. Ist meine Geschichte. Viel Glück. Ist meine Geschichte.
Also gut. Dann auf zum Loch im Himmel. Aber ich wollte gerade noch eben nachgucken. Die haben mir hier die Tür geöffnet. Gibt's hier was für mich? Mein Freund? Nee, du bist noch voll am Abdancen. Darf ich mitdancen? Okay, reicht. Die feiern hier alle voll die Party. Na sowas aber auch. Und keiner hat mich eingeladen, obwohl ich euer Retter und Erlöser bin. Hm. Ja, was hast du? Du hast die einäugigen Hunholde vertrieben. Vielleicht kannst du ja das Loch im Himmel reparieren. Was? Da kommt einfach jemand so ins Buch gelaufen. Was soll denn das? Schau nur, was für eine wundervolle Welt vor uns liegt. Sie dürfen sie nicht ruinieren. Nein, bitte nicht. Na gut. Heb mich hoch, aufheben, okay. Wirf mich, ja, wohin denn? Hier, fang. Okay, jetzt kannst du Dinge hochheben und werfen. Schön, schön. Dann komm mal gleich mal her, ich habe hier noch was gesehen. Boing. Oh, da hinten ist ein Basketballkorb. Ja, das nutzen wir doch gleich mal aus. Was ist denn jetzt los? Siehst du das rote Geschenk auf der Plattform? Ja, das sehe ich. Und das blaue Geschenk dort links? Sehe ich auch. Wir Anleitungseichhörnchen haben Konfetti zur Aufbewahrung dort hineingetan. Yay, Konfetti. Die roten können geöffnet werden, indem du die Touchpad-Taste drückst. Aber die blauen öffnen sich nur, wenn du etwas Herausragendes gemacht oder jemandem geholfen hast. Also quasi Questbelohnungen. Und wie ich an dem blauen Ausrufezeichen da vorne vermute, ist das gar keine Quest. Aha, aber zuerst mal werfen wir einen anständigen Slam-Dunk. Nice. Haben wir das irgendwas gebracht? Ich weiß es nicht. Oh, das bringe ich ja. So, was hast du für mich, mein Freund? Chaos! Aber du bringst das schon in Ordnung, Kurier. Mit der Hilfe des Wesens, stimmt's? Und es gibt einen Lichtblick. Wir können endlich ein paar Körbe werfen. Die Meme hatten sie in Beschlag genommen. Oh mein Gott, die Meme! Weißt du was? Wenn du von uns Erdhörnchen einen in alle drei Körbe kommst, gebe ich dir dieses Check. Okidoki. Dann werfen wir mal ein paar Körbe. Wo ist denn noch einer? Da hinten ist noch einer. Oh, da geht schon auf. Oh, da muss ich jetzt aber, glaube ich, genau zielen. Boink. Ey, ich habe doch nicht mal getroffen und das reicht. Na gut, wo ist es? Ah, da hinten ist noch. Der dritte und somit auch letzte Korb. Wie mache ich denn das? Ah, da ist. Aha. Boing. Yay! So, drei Körbe geworfen. Her mit dem Geschenk. Hat es geschafft, Junge. Du bist der Beste. Yay! Ein Geschenk geöffnet. Das heißt, es gibt Konfetti. Was auch immer ich mit Konfetti mache. Ach, ich habe schon bekommen. What? Okay. Gut, hier ist noch ein Geschenk, das ist aber ein rotes, dafür muss ich einfach nur drücken. Ah, das da rechts oben ist das Konfetti und ich habe jetzt 303 davon. Weil ich nicht weiß, was genau ich damit anfangen soll. So, hier schön vorsichtig, ah, scheiße. Schön vorsichtig, nicht einen Abgang machen, dankeschön. So, meins, 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 meins. Wir helfen dir, wir springen, was? Achso, wir springen zum Loch in Himmel. Na, das reichen wird. Warte mal, ich werf dich mal. Wo ist denn das Loch? Ich sehe es ja nicht mal. Ach, da hinten. Tja, hat leider nicht gereicht, mein Freund. Da müssen wir wohl noch ein bisschen üben. So, gibt es hier noch was zu entdecken? Ich kann da nach oben. Dann muss ich aber über die Brücke. Und ich schätze mal, über die zur Brücke komme ich da nach oben. Grob geschätzt. Warte mal, hier kann ich ja noch aufräumen, oder? Ja, sieht doch gleich besser aus. So, hier hinten noch irgendwas? Ein Geschenk vielleicht? Es stand ja, dass es insgesamt 6 Geschenke gibt. Ich habe jetzt 2 davon gefunden. Okay, hier geht es auch noch weiter. Oh, Konfetti. Meins, meins, meins. Ah, da hinten ist ein Geschenk. Oh, und das ist nice. Drei von 6. Sehr schön. Ich muss auch jetzt echt mal sagen, was ich an dem Grafikstil richtig nice finde.
da die Animationen alle irgendwie immer so ein bisschen, ja, so abgehackt sind, sieht das alles aus wie Stop Motion. Und das finde ich richtig leiwand. Wie man so schön auf Österreichisch sagt. Und das bedeutet gut, für alle, die es nicht wissen. So, du sagst mir nichts. Hast du den Himmel gesehen? Er wurde stark verletzt. Wirst du ihn heilen? Mein starker Krieger. Ja, ich werde es versuchen. Ach, du hast gesprochen. Hilf uns, die Verwüstung von Talfalte. Komischer Name. Durch diese Unholde zu stoppen. Ja, ich bin dabei. Macht mir keinen Stress, Freunde. Hier kann ich wieder umwandeln. Ah, das hier geht auch noch. Schön. Apfel kann ich mitnehmen. Kann ich tatsächlich mitnehmen. Na dann immer her damit. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber da oben gibt es zumindest mal Konfetti. Oh, das hier wandeln wir auch wieder um. Oh, der Kurier. Hallo, hallo. Es ist ein schlechter Zeitpunkt für ein Picknick, aber wir lassen uns von diesen Schnipseln nichts verderben. Aber wir haben unsere Äpfel vergessen. Ja, zum Glück habe ich schon einen mit. Könntest du uns bitte einen bringen? Ja, kein Problem, Leute. Genau für solche Notfälle habe ich immer einen Apfel dabei. Hier, bitteschön. Tja, da geht er voll einer ab und jetzt ist er wieder nach unten geflogen. Tja, Pech gehabt. Zweites Mal gehe ich nicht. So, okay. Oh, Eichhörnchen. Eichhörnchen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Ich will dich fangen. Hui. Komm einmal, da ist ein Ball. Geh mal weg. Jetzt Kopfball. Oh, das Eichhörnchen fängt sogar. Huiuiui. Moment mal, das probieren wir gleich nochmal. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Fang. Es wirft sogar zurück. Ach, ist das herzallerliebst. Hui, hui. Komm schon nochmal. Hui, hui. Au. So, lass mir deinen fetten Kollegen da hinten auch mal mitspielen. Yay, und jetzt zu dir. Und wieder zurück. Yay, und zu dir. Und wieder zurück. Yay. Na gut, jetzt reicht's. Hier, holt euch den Ball. Okay, 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 okay. Wohin als nächstes? Gibt es zumindest schon mal einiges zum Entdecken. Wobei, ich habe hier nicht gerade irgendein Geschenk gesehen. Ach, da oben. Können wir das hier noch schnell wieder in die richtige Farbe umwandeln. Und dann geht's zum Geschenk. Mein Geschenk. Geschenk 4 von 6. Ach, ist das schön. Oh, da unten ist Wasser. Kann ich in Wasser reinspringen? Oder gehe ich dann drauf? Ach, probieren wir lieber studieren. Okay, ich gehe da aber nicht drauf. Gut zu wissen. Bloilaloing, sehr schön. So, dann können wir... darf ich da bitte mal hoch? Die holen wir uns auch noch. Oha. Wir reiten einfach mal schnell über die Wellen. Nach oben. Okay, kann ich mit dir hier irgendwas machen? Sieht mir nicht so aus. Oder kann ich vielleicht, wenn ich hier einen Apfel nehme, in der reinwerfe? Macht auch nichts. Okay. Aber den Versuch war's wert. So, jetzt würde ich mir gerne noch hier dieses Konfetti holen. So, meins, meins. Meins, meins, meins. Na, das eine werde ich aber wohl auch noch erwischen, oder? Ja, geht doch. So, was mit euch los? Ich glaube, das Wasser hier ist nicht gerade tief genug, um darin eine Bootsfahrt zu machen. Wir gehen auf eine Ruderreise, bevor das Erntestück beginnt. Was zur Hölle ist denn das Erntestück? Wir bewegen uns nicht, aber manchmal ist es gut, stillzustehen. Dann ändert sich nichts. Oh Mann, was für eine Lebensweisheit.
Du solltest hier aber nicht zu lange stehen, sonst ertrinken an deine Füße. Was? Füße können dich ertrinken, das ist doch Blödsinn. Okay, gut. Na schön, ich würde dann aber sagen, das war doch schon mal eigentlich eine ganz angenehme erste Folge zu Terrorway Unfolded. Unfolded? Auch ein interessantes Wort. Unfolded wollte ich sagen. Und ja, wie es weitergeht, erfahren wir dann einfach mal in der nächsten Episode. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.